herzlich willkommen heute zum vierten Teil des Birkenmann-Tests. Hier geht es heute darum, was dich motiviert, was du aber brauchst, um auch motiviert zu bleiben und was dann passiert, wenn du das nicht bekommst, wenn du in den Stress gelangst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin zertifizierter Persönlichkeitsberater mit der Methode Birkenmann und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen dabei, sich selbst besser kennenzulernen, das Bedienungshandbuch zu sich selbst, was Birkenmann produziert, auch zu verstehen und im Alltag anzuwenden. Und eine ganz wichtige Komponente ist die Frage, was mich motiviert. Ich selbst habe früher in drei Behörden gearbeitet und bei allen bin ich an diesem Punkt irgendwann gescheitert. Und ich wusste nicht, weshalb ich keine Lust mehr hatte, dort zur Arbeit zu gehen. Birkenmann wird es dir heute zeigen. Nun, zuerst mal, was motiviert Menschen? Es gibt zwei Extreme. In fast allen Komponenten gibt es Menschen, die entweder dieses oder jenes oder in der Mitte beides haben. Nehmen wir also mal an, die Auswertung bei dir ergibt, dass dein Normalverhalten im Bereich der Motivation, das, was dich motiviert, dass das auf dem allgemeinen Nutzen ausgerichtet ist. Also meine Motivation zum Beispiel ist hier, das bedeutet, dass wenn ich im Alltag nicht im Stress bin, alle meine Bedürfnisse erfüllt sind, dass ich mich immer danach richte, wie geht es dem Team am besten. Das heißt also, im Normalverhalten bin ich ein sogenannter Idealist. Das Gegenstück, wenn also die Auswertung hier sein sollte, dann wäre es sehr wahrscheinlich so, dass du zunächst mal gucken würdest, was du davon hast. Das nennt man dann die Realisten, die dann unterm Strich auch ausrechnen, was sie davon haben, dass sie Teil des Projekts sind, wenn sie sich da investieren. Und es gibt natürlich auch, wie in allen anderen Komponenten, gibt es auch die Mitte. Ja, also hier ein Punkt, 99 Punkte und hier wären es 50. Und die Menschen, die in der Mitte sind, die achten sowohl darauf, was die Allgemeinheit hat, aber auch, was sie persönlich davon haben. Die sind in der sogenannten Balance. Okay? Das ist das Normalverhalten. Viel wichtiger ist es aber zu gucken, was ist dein Bedürfnis? Denn wenn das nicht erfüllt ist, dann kommst du in Stress, egal wo du arbeitest. Schauen wir mal rein. Bei mir ist mein Bedürfnis, dass ich eine Hintergrundumgebung brauche von Menschen, die Maßstäbe entwickeln, wie meine Leistung zu beurteilen ist. Und wenn die Leistung gut war, das auch anerkennen. Nun, ich war bei der Bundeswehr, da ging es gerade so, da wurde Leistung schon überwiegend anerkannt, manchmal aber auch nicht. Und das hat mich in Stress gebracht. Aber besonders schlimm wurde es dann bei der Kriminalpolizei, als ich in meiner Freizeit mehr Täter gefangen habe als meine Kollegen in der Hauptzeit. Als ich meine Freizeit investiert habe, um Kampfsport, Tonfakose, Ausrüstung zu beschaffen und das dann im Dienst noch mit einzusetzen. All das wurde nicht nur belohnt, sondern teilweise sogar noch bestraft. Es hat sich keiner dafür interessiert, wie gut ich meine Arbeit gemacht habe. Es wurde nicht öffentlich gemacht und es wurde nicht anerkannt, es hatte keine Auswirkungen. Und deshalb war hier mein Bedürfnistank ruckizucki auch unter der wichtigen Linie, die dann bei Unterschreitung in Stress führt. Also Bedürfnistank, mein Tank hätte so voll sein müssen und dann wäre ich nie in Stress gekommen. Die Realität sah anders aus. Heute, als Unternehmer, als Selbstständiger, was ich seit 20 Jahren erlebe, dass ich keine einzigen Anstellungsverhältnisse mehr habe, sondern ich werde seit 20 Jahren nur nach Leistung bezahlt, wo es Maßstäbe gibt, ob ich meine Leistung gebracht habe und danach kann ich eine Rechnung stellen oder ich werde über Provision bezahlt. Wenn du also in diesem Bereich bist, wo die meisten Unternehmer auch häufig zu finden sind, die sich dann trauen, in diesen Haifischbecken des freien Marktes reinzuspringen. Nun, als Unternehmer kriegst du, genau wie draußen in der Natur, wenn du angeln gehst, nur was zu beißen, wenn du Erfolg hattest. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung auch für deine Selbstständigkeit. Das Gegenteil, und das sind die Menschen, die dann überwiegend auch dort sitzen, wo Pflanzen gezüchtet werden, wo Montag gefrühstückt wird, Freitag ein Geburtstag gefeiert wird, ja, wo vielleicht ein Drittel der Belegschaft gerade Urlaub macht, das andere Drittel der Belegschaft ist gerade krank und die restlichen dreien schaffen im Stress, im Schweiß ihres Angesichts gerade so die Arbeit. Ich will jetzt nicht über Rentenversicherung, über Finanzämter oder andere Institutionen und Behörden herziehen. Das sind Menschen, denen es viel wichtiger, dass sie eine Umgebung haben, die auf Vertrauen beruht. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Sonst würden die Finanzämter vielleicht noch mehr Steuern zahlen oder noch schneller arbeiten. Aber das ist ein ganz anderes Umfeld, wo Maßstäbe zur Leistungsbeurteilung nicht unbedingt gefragt sind. Du kannst natürlich auch das Bedürfnis in der Mitte haben, dass du sagst, hey, ich brauche beides. Ich brauche auf der einen Seite Vertrauen, ich brauche aber dann auch Maßstäbe, um meine Leistung zu beurteilen. Egal wo du bist, der Birkenmann-Test wird es ganz genau herausbringen und vielleicht ahnst du auch schon, wo du selbst bist. Aber schauen wir mal rein, was passiert,
wenn deine Tanks nicht gefüllt sind, wenn du das Vertrauen nicht bekommst oder die Anerkennung und Leistungsbeurteilung nicht bekommst, dann kommst du nicht im Stress. Und das haben wir hier unten, das Stressverhalten. Bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich in Stress komme, dann wird mein idealistisches Verhalten, also wohlwollend gegenüber der Gruppe und der Gemeinschaft zu handeln, das schlägt komplett um und ich achte nur noch, was habe ich davon? Nun, das ist in allen drei Behörden passiert, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist mir doch egal, ihr könnt eure Sachen machen, ich mache jetzt meins. Das ist dann das Stressverhalten, dass man dann zu egoistisch wird. Diejenigen, die sagen, hey, ich brauche hier eine Umgebung, die auf Vertrauen beruht und das Vertrauen wird nicht gegeben, weil auf einmal ganz gemein nur auf Leistungen geguckt wird, ja, der Albtraum eines jeden Beamten. In dem Moment werden diese Menschen zu idealistisch. Ja, aber wir haben noch Werte und wir haben Ziele und wir haben Visionen und wir haben Gemeinschaft. Die versuchen sich dann noch mehr auf Ideale zu beziehen, werden noch idealistischer, als sie überhaupt jemals möglich zu sein scheint. Und diese Menschen sind dann in diesem Fall im Stress und können ihre Stärken nicht mehr einsetzen. Zusammengefasst ist also deine Aufgabe, nicht nur herauszufinden, welche Stärken du hast. Und hier oben, das ist die gute Nacht, das kannst du auch ändern. Also wenn du bisher auf deinen persönlichen Vorteil nur Acht gelegt hast, nun dann vielleicht achtest du mal ein bisschen mehr darauf, was auch andere davon haben, dass es dich gibt und findest die gesunde Mitte. Oder als Unternehmer, als Führungskraft, als Häuptling irgendeiner Gemeinschaft achtest du vielleicht noch mehr davon, wie du ein wertvoller Beitrag sein kannst für deine Gruppe. Aber am wichtigsten ist, dass du herausfindest, wie du geformt, gebacken, wie du gemacht bist als Persönlichkeit, wie deine Bedürfnisse angelegt sind, denn diese lassen sich nicht so schnell, wenn überhaupt, verändern. Wenn du also sagst, ich brauche hier Maßstäbe, Leistung zu beurteilen, dann wird es für dich schwierig zu sein, einfach mal eine Runde joggen zu gehen. Da ist ja keiner, der deine Leistung misst mit einer Stoppuhr und dich dann aufs Treppchen stellt. Dann ist es vielleicht sinnvoller, dass du dir Sportarten suchst, wo es Wettbewerbe gibt, wo du dich irgendwo anmelden kannst, wo dann die Zeit, die Leistung gestoppt wird, wo du gewinnen kannst, nach Punkten gezählt wird. Dann ist wahrscheinlich diese Sportart für dich wichtiger und das Gleiche gilt für die Arbeit. Wenn du in einer Vertrauensgemeinschaft arbeitest, wo alle sich lieb haben und wo alle sich gern haben und sich wertschätzen und gute Gemeinschaft haben, aber ob gearbeitet wird oder nicht und ob du schnell arbeitest oder nicht, das keinen interessiert, dann such dir einen Job. Such dir eine Abteilung, bau dir etwas auf, such dir eine Führungskraft, die dich unterstützt. Und wenn das alles nicht hilft, gut, dann such dir eine neue Firma oder gründe deine eigene Firma. Denn der freie Markt da draußen, der arbeitet nur nach Maßstäben, wo deine Leistung, dein Beitrag beurteilt wird. Und dann ist es auch richtig für dich, dich selbstständig zu machen. Wenn du allerdings hier links bist und dieses Bedürfnis brauchst, nun, dann ist es vielleicht besser, dass du ein Team gründest mit einer großen Gemeinschaft von Gleichgesinnten und du dafür sorgst, dass sie alle gern haben, das Vertrauen stimmt. Und vielleicht ist dann für dich nicht so wichtig, Maßstäbe haben, Leistung zu beurteilen, aber dann such dir jemand, für den das wichtig ist. Ansonsten wird deine Firma unwahrscheinlich rentabel laufen oder zu lange brauchen. Und wenn du diese Symptome hast, und deshalb schreibe ich ja auch nochmal rein, dass ein zu egoistisches Verhalten oder zu idealistisches Verhalten, das ist nicht deine Stärke, das ist ein Symptom, das aufzeigt, dass deine Tanks leer sind, dass deine Tanks aufgefüllt werden müssen. Und dann bist du an der Reihe, bist du gefragt, dir den Kontext, die Umgebung, die Menschen zu suchen, wo du das bekommst, was du brauchst. Habe also Mut dazu, deine Bedürfnisse zu erfüllen, denn da draußen laufen wenige rum, die den Tagesauftrag haben, wo drauf steht, oh, ich muss jetzt aber von dem Daniel sein Bedürfnis erfüllen. Da läuft keiner rum. Das ist meine Aufgabe, das zu kommunizieren und die Entscheidung zu tun, die dazu führen, dass der Tank am besten so voll ist. Denn dann ist Stress ein Thema deiner Vergangenheit. Solltest du Fragen haben zum Test, möchtest du den selbst machen, dann kannst du aus den verschiedenen Handbüchern, die es gibt, ganz verschiedene Pakete zusammenstellen und mit einem Berater aus unserem Team gerne die Auswertung durchführen. Die Auswertung ist wichtig, denn der Test gibt nicht nur die Hinweise mit deine Kategorien, deine Persönlichkeitseigenschaften preis, sondern er gibt dir ganz elementare Handlungsanweisungen mit über 12 Seiten eines Coaching- und Anti-Stress-Handbuchs, wo drin steht, wie du dein Leben so gestalten kannst, dass du nie wieder Stress hast. Und das wünsche ich dir, dass du deine Berufung findest, dass du die richtigen Menschen findest und dass du deine Zukunft gestaltest, nie wieder Stress zu haben, sondern du ressourcenreich auf alle Bedürfnistanks zurückblickst und ein schönes, freudvolles, glückvolles Leben im Flow hast.
Gerne kannst du den Kanal weiterempfehlen. Du kannst aber auch den Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, wo du dich mehr informieren kannst. Denn vom Birkmann-Test gibt es nicht nur Einzeltests. Es gibt auch Partnerschaftstests zu zweit oder in Gruppen, in Teams. Wenn du ein Team gründen willst oder schon ein Führungsteam hast in deiner Firma, kannst du wunderbar abbilden, wie ihr alle drauf seid, was ihr braucht, welche Stärken hat und wie ihr euch am besten auch positioniert. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.